Erstmal eine schöne Curry. Chicken. Ach, Curry, Chicken. Weckel? Was ist denn Weckel? Weckel? Wurst. Gönn. Das heißt Gün. Was ist denn Weckel? Kannst du bitte Deutsch bitte reden? Ich weiß doch, ich. Weckchen. Chicken. Curry, Chicken, Weckchen, Wurst. Wird nicht besser. Red bitte Deutsch mit mir. Ich kann ein, zwei Fremdsprachen. Also eigentlich nur eine. Und Fetzen viele anderen Sprachen. Ein Brötchen, der sagt das doch gleich. Also ich bitte dich. Brötchen. Wobei, da muss ich fairerweise sagen, ich kenne tatsächlich eines, das heißt kennen. Meine Mutter hat damals, als ich noch Kind war, gelegentlich, das hat mir sehr gut geschmeckt, ein Hallo Samira, dunkle Grüße, ein Gericht serviert, das hieß, nannte sie Heißwecken? Ich habe mal Reiswecken verstanden, aber es hieß Heißwecken. Das hat auch irgendwie brötchenartige Sachen in Vanillesoße oder so eine Richtung. War super lecker. Habe ich außerhalb meiner eigenen Stube zu Hause niemals woanders jemals gesehen. Aber wenn du auch Wecken zu Brötchen sagst, mag das damit irgendwie zu tun haben. Also offenbar ist die Wortherkunft Wecken und Brötchen durchaus nachvollziehbar. Aber ich muss Heißwecken essen, die sind super lecker. Ich muss das mal googeln, das gibt es bestimmt irgendwo. Hatte ich auch meine Mutter mal vor einer Weile gefragt irgendwie. Die meinte, ja, das ist schon ein richtiges Rezept, aber... Gibt's bei uns im Lidl? Ja, geil! Ich komm vorbei. Heißwecken, ehrlich? Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die wirklich so hießen. Oder ob der Name leicht anders war, aber irgendwie so. Klein wie Reiszwecken, war aber Heißwecken. Ah, war super lecker. Also meine Mutter generell, die kann nicht wirklich kochen. Aber das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Hm. Das gab's super selten. Vielleicht dreimal in meinem Leben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal, nach Wassen wollten wir. Hier war wieder nichts gewesen gerade. Ich weiß nicht, wo ich Schellers letztes Ding herbekomme. Ich meine, hier wäre ja auch sinnvoll, das zu kriegen. Ich meine, das ist ja ihre Heimat. Aber wer weiß. Früher auf dem Apfelmuskuchen war so ein Glitter drauf. So eine Art, die eingepackt. Gestern 20er Box Nuggets nach dem Kuchen verschlungen. Alter. Aber... So wie ich es kenne, sind Heißwecken ja eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit. Gut, okay, die muss man wahrscheinlich nicht aufwärmen, aber ich kenne sie ja bloß in warmem Zustand. Quasi auf dem Teller serviert. Hm. Was? Ich habe, glaube ich, gerade Quest aktiviert, das ist egal, ich habe es nicht gelesen. Skulptur will er von mir bauen, offensichtlich. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Okay, das war alles. Knirps. Ich dachte, vielleicht haben die eine richtige Quest für mich, aber offenbar nicht. Ist sie fertig? Nein. Schwach. So, was wollte ich hier noch? Ich glaube, ich wollte zu der Troller die Tiere abgeben. Wobei ich gar nicht weiß, bei wem ich die Tiere abgeben muss. Ich muss, glaube ich, alle ansprechen nochmal dafür. Hier ist auch nichts. Ne? Hier ist nur Eis und Schnee. Tut keinem weh, außerdem der nichts anhat. Und Fake Arnold, der ist auch mal sehr frostköttlich unterwegs. Mhm. Gibt ja diverse Formen von Brötchen, unterscheiden sich eben optisch und geschmacklich. Was? Wie kommst du auf so eine infame Idee? Ich rede von Heißwecken. Nicht von Brötchen. Heißwecken. Du da Tiere wollen? Nee, ich wollte vom Drachen, ich wollte mit dir reden. Okay, jetzt gleich nochmal. Ich bin mir nur relativ sicher, es war eine Frau. So ungesund. Was denn, Samira? Heißwecken? Die schmeckt doch lecker. Ich weiß auch nicht, wie die schmecken. Ist doch toll. Hallo? Habt ihr irgendwen gesehen, der Tiere haben will? Ich habe ganz viele Tiere im Gepäck. Sieht nicht danach aus, aber das ist JRPG-Logik. Ich hab sie trotzdem. Dieser... Smiley dazu. Finde ich ganz, ganz nicht okay. Nein. Finde ich nicht okay. Ja. Alles, was sie gerade nennt. Was? Nein. Alles lecker. Warum ist Naschkram nur immer ungesund, wenn es so gut schmeckt? Das ist doch eine Sauerei. Wer macht denn sowas bloß? Du, da willst du Tiere haben? Ah! Dieses Tier wird Moink genannt, nicht wahr? Vielen Dank. Ich werde mich gut auskümmern. Gute Arbeit, weiter so. Da! Da steht's! Da fliegt's! Über... Ja! Aufs Bett. Super. Dieses Tier wird Bergstucke Weiß genannt, nicht wahr? Ich nenne es nur Bergstucke, nicht Weiß, aber okay. Vielen Dank.
Ich werde mich gut kümmern, weiter so. Ah, Bergstück in Schwarz. Ja, jetzt sind die einfach alle auf dem Bett drauf. Was zum Teufel? Die Deutschen sind Weltmeister, was das angeht. Gibt Tausende, wenn man Brotsorten mitzühlt. Heute ist dann Schreib nicht so geil, ne? Fake Arnold? Schrüb. Ja, jetzt habe ich Hunger. So, was haben wir jetzt noch Schönes? Ein Ochsross, jawohl. Wo ist Ochsross? Ach, da ist ja, bin blind, ey. Riesengroß dahinter. Wie süß die sind alle. Und noch eins. Ja! Ferkelratte. Okay, die ist vielleicht nicht ganz so süß, aber ein bisschen laut. Und ein bisschen bescheuert? Das ist ein Känguru-Wombat. Was zum Teufel? Dunkle Grüße, Rage Wolf, und guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen? Guck mal auf die Uhr. So weit aber so gut, und selbst. Wobei ich auch momentan, ich hab's vorhin erst erwähnt, ich komme momentan einfach nicht raus. Ich bin auch tatsächlich. Ich bin heute, glaube ich, um 9 Uhr so aufgestanden oder um 10, ich weiß gar nicht genau, aber. Für meine Verhältnisse relativ früh. Wenn es ein Wochenende wäre, ist es aber nicht. Aber gut, ich arbeite auch nicht, wenn ich Urlaub habe, aber trotzdem, ich. Ach, schlafen ist momentan echt mein Lieblingshobby. Von allem. Alles ungesund, sagt Samira, und einen Satz später dann, gib mir alles zu. Also, gib alles zu sagen. Ja, ja, genau. Ja, Samira. Ich verstehe das gut, was du meinst. Was haben wir noch an Tierchen hier? Miezehäschen, ja! Guck mal, Samira, das Miezehäschen, da haben wir es doch. Ich habe dir davon erzählt. Es ist das Miezehäschen. Es steht da unten. Es ist auch ein Hase und eine Katze in einer Person. Wie geil ist das? Ein Miezehäschen. Ich hätte auch gern Miezehäschen. Es ist ein super Tier. Tolle Erfindung. Übrigens, wo wir gerade 8-Ball haben. Chatmaster Janova ist wieder aktiv. Leider ist offenbar 8-Ball immer noch doppelt genannt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es ist immer noch doppelt. Aber gut. Ja, hab heute mal keinen Wecker gestellt. Ach so. Du bist ja ins Bett gegangen, Rage Wolf. Um 9? 6 Stunden Schlaf wäre okay, glaube ich. Böser Bot, kulinarisch ungebildet. Ach, was sagt das sowas nicht? Nein, das sieht nicht aus wie eine Katze mit längeren Ohren. Das sieht aus wie. Es ist ein Miezekätzchen. Häschen. Miezehäschen. Mann. Elefant war auch noch irgendwo hinten. Ja, ja. Eine wagemutige Frau. Ja, vielen Dank. Was soll ich damit? Das waren alle? Hallo, du Ent. Moment, warte kurz. Ich habe doch diverse Enten mitgebracht aus dem Anfangsdorf. Ich glaube 2 Stück sogar. Wo sind die jetzt? Piep, 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 Vogel. Katzenkörper, Katzenschwanz, keine Katzenhaare. Weißt du doch gar nicht, ob der Hasenzähne hat. Okay, es klingt wie eine Katze, gebe ich zu. Aber man sieht die Zähne doch gar nicht. Elefant. Wo ist Lauchomat? Ja, gibt's hier alles nicht. Oh. 7 Uhr, WTF. Aber gut, nee, dann ist es okay, bis 14 Uhr zu schlafen. Das kenne ich ja von mir. Naja, das ist okay. Also es wurde 11. Noch schlimmer. Ach, was denn nu? Lange tatsächlich gearbeitet oder. Samira, danke schön fürs Gifted Sub für Rage Wolf. Sollst du doch nicht mal das ganze Geld ausgeben, Samira, Mensch. Aber. Dir fehlt ein Kopf zwischen den Armen, Rage Wolf. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt bin ich raus. Egal. Ich finde, das hat. Guck mal, Samira, jetzt kann man es besser sehen. Ich finde, das hat schon ein Hasengesicht. Das ist mehr ein Hasengesicht als ein Katzengesicht. Also, wenn ich mir jetzt meinen Finger davor halte und, ja, ich habe meinen Finger davor, neben diesem Schnurrhaarausreißer, und es sieht für mich wie ein Hase aus. Ne? Das ist ein Hase. Also, ich würde schon sagen, das ist ein Miezehäschen. Halte meinen Finger davor, da sieht man den Schwanz nicht, der wedelt, und man sieht diesen Zack nicht, es ist eindeutig ein Hase. Mit ein bisschen katzenartigen, aber es ist ein Hase, ein Miezehase. Super süß. Super süß. Wo sind die Enten trotzdem? Ah! Und der Polywal, natürlich. Der Polywal. Ganz wichtig.
Der Biberu ist geiler. Das ist ein Bombardkarnickel, Mann. Hasenmaus. Ach. Warte, Fächer. Ja, Fächerente, genau. Knack, knack. Oh, das wird aber ganz schön laut hier. Und eine weiße, ja genau. Zwei Fächerenten. Noch eine Fächerentchen. Fächerente, Fächerentchen, na klar. Gluckser, auch noch. Was passiert hier unter deshalb des Bildschirms gerade? Noch was, das war's. Darauf, Bett drauf. Oh Mann, das ist die schwarze Ente und ist auch hyperaktiv. Hört euch das an. Ist das geil. Ja, eigentlich kann ich privat zu. Hast du die gar nicht vertragen? Das finde ich ja faszinierend. Aber es scheint kein Raubtier dabei zu sein. Bis auf das Mietzähschen vielleicht. Aber was für ein Theater hier. Das ist ein geiler Zufall. Ich habe vorhin Abo-Emotes angeschaut, dachte, die sind übelst geil. Jetzt kann ich sie mal gebrauchen. Ja, siehste. Das ist Karma. Ah, fuck, ist das hier geil. Das sind echt die geilsten Tiere, die ich kenne. Das ist auch ein geiler Hahnerich. Ein Gluckser. Das ist kein Huhn, das ist eine Taube. Also diese hyperaktive schwarze Ente, Alter. Heiser, schöner. Ah. Okay, scheiße. Jetzt, wo du es sagst, ich wollte gar nicht einen Cappuccino machen, ganz vergessen. Scheiße. Scheiße, Junge, mach. Mist, Kacke. Ich glaube, ich mache ein 10 Minuten kurzes Päuschen, um mir ein Cappuccino fertig zu machen, tatsächlich. Gut, dass du mich darauf hinweist. Ming Li, was? Nix ist Big Ming Li. Ah, ja, sind die beiden mitfinden? Ja, ja, Fake Arnold, hättest du mal früher gesagt. Viel Spaß im Lurk, Samira. Viel Spaß bei dem, was du noch tun musst. Kann man da Spaß zu sagen? Aber keine Aufgaben weiter für mich. Alles klar, viel Spaß beim Arbeiten, auch bei dir, Rage Wolf. Also, ihr habt ja auch ein anstrengendes Leben, ne, allesamt. Wenn ich hier entspannt vom PC sitze und Switch zocke, was komisch klingt, aber so ist es halt. Und bis ich streame, müsst ihr arbeiten gehen. Gut, da muss ich aber auch wieder in 2 Tagen. Und vielleicht morgen, denn morgen ist vielleicht Bandprobe. Es ist noch nicht ganz raus. Ich habe schon mal eine Runde reingefragt bei den Bandkollegen, wie es aussieht mit morgen. Bisher kam nur eine Antwort vom Schlagzeuger. Er meinte, er sagt vorsichtig zu. Die anderen 3 Pappnasen haben noch nichts gesagt. Also kann auch so sein, dass morgen keine Probe ist. Dann habe ich halt keine Arbeit. Da könnte ich vielleicht streamen. Ich muss mal schauen. Aber ich habe vielleicht vor. Vielleicht. Morgen tatsächlich eventuell sogar mal zum Sport zu gehen. Vielleicht. Ich muss auf jeden Fall ganz, 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 ganz dringend wieder. Ich fühle mich richtig schlapperig. Zumal ich habe jetzt einen Monat lang keinen Sport gemacht. Aber ich sehr komisch, wenn was eigentlich gar nicht hinkommt. Zuletzt, als ich Sport gemacht habe, hatte ich gesagt, ich mache mal einen Monat lang weniger Gewichte und dafür mehr Wiederholung. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und vielleicht auch die kaputten Gelenke ein bisschen zu schonen. Wieder heilzurück mit meiner Schulter und so weiter und so fort, die immer noch übrigens kaputt ist. Nur fürs Protokoll. Und, ja, und seitdem, also das letzte, was ich gemacht habe sportmäßig vor einem Monat, war mit wenig Gewichten. Das heißt, wenn ich jetzt mit viel wieder anfange, kann ich es voll vergessen. Ich muss dann wieder wenig Gewichte nehmen. Und quasi da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Wo es halt länger als Monat dauert und damit wieder langsam reinsteigen. Sonst kennst du ja Fake Arnold, oder? Sonst bist du einfach fertig nach so einer Trainingseinheit. Verletzungsrisiko ist extrem hoch. Also ich habe ja ein Talent dafür, mich bei sowas zu verletzen, nachdem ich nach längerer Zeit Pause wieder einsteige. Das mache ich eigentlich jedes Mal, ist dann irgendwie Aua. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber es ist eigentlich jedes Mal irgendwie. Naja. Hab heute meine Teile bestellt, kommen aus Polen, somit noch ein paar Tage kein Sport. Wenig Gewicht sind durchaus sinnvoll, anstatt nur schwer und falsch. Ja, ist ja richtig. Ja, was heißt schwer und falsch? Generell ist ja, die Empfehlung auch, wenn du halt so und so lange mit schweren Handeln hantierst und dann wenig Wiederholungen machst und so weiter, dass du irgendwie nochmal eine Phase einbaust, wo du es halt genau andersrum machst. Wenig Gewichte, viele Wiederholungen und so weiter. Das mache ich seit jeher eigentlich eher nicht. Wurde mir damals, als ich angefangen habe, gesagt von den Trainern, gut, die haben sowieso so eine, ja, mach mal lieber vorsichtig, mach die Übung lieber so, statt so, wie es effektiver ist eigentlich, aber nur die Trainer bei McFit sagen dir halt Sachen, dass du sicher bist, ne? Die sagen dir nicht, dass man es so und so machen kann, um den Muskel besser anzusteuern, die sagen dir, also aus meiner Erfahrung, wie du es machen musst, damit du dich nicht verletzt dabei, damit du trotzdem fit bleibst, aber halt nicht auf super Bodybuilding rausgehst, was ich auch nicht gar nicht will im Prinzip. Aber der Punkt ist, die haben auch gesagt, immer schön im Wechsel machen, du musst
dass du dadurch kam ich erst dazu, das überhaupt die Idee zu haben. Hab's aber halt nie gemacht. Deswegen habe ich immer das gleiche im Prinzip. Ich habe ein bisschen Übung variiert und so weiter und so fort, aber im Prinzip habe ich immer hohes Gewicht, wenig Wiederholungen und das mache ich halt seit Jahren. Klar, hin und wieder mal was anderes, aber richtige Phasen habe ich halt nicht, deswegen wollte ich das mal einbauen, das Ganze. Und naja. Kann man machen, kommt eben am Ende aus Volumen, Workout. Ja, das sowieso. Das sind halt die Muskelfasern. Gibt ja Typ A und B, ich glaube sogar C. Und ich verwechsel immer welchen von beiden, aber eins von beiden, A oder B, trainierst du halt vor allem, wenn du mit hohen Gewichten trainierst, mit wenig Wiederholung und das andere Typ halt mit wenig Gewichten und viel Wiederholung. Hat also durchaus seinen Sinn, auch mal das andere zu machen, aus diesem Grund heraus. Und wie gesagt, die reine Abwechslung für den Körper und mal ein bisschen Erholen des Körpers, wenn man mit viel Gewicht gemacht hat, ist halt generell nicht verkehrt. So, kann man durchaus so festhalten. Naja. Hat ein gewisses Set an Übungen, man braucht es ja auch, um zu sehen, ob man Progress macht oder nicht. Ja, sicherlich. Und es gibt sowieso einen Arsch voll Techniken und keine Ahnung was alles, gar keine Frage. Gar keine Frage. Ich mache ja wirklich standardgemäß nur immer meine 3 7er oder 7 bis 10er Sätze. Und das will ich auch seit Ewigkeiten. Also ich mache, ich sag's immer wieder, oder ich hab's im Stream noch nie groß erwähnt, aber wenn ich das Thema habe, ich sag's immer wieder, wenn ich auf Bodybuilding gehen wollen würde oder sonst wie aufgepumpt aussehen wollen würde, wüsste ich meinen Trainingsplan und meine Ernährung umstellen. Das ist mir völlig klar und ich weiß auch, wie ich es machen müsste und so weiter. Ich wüsste auch die Übung, die ich machen müsste. Aber ist ja gar nicht mein Ziel. Ich will kräftig sein, aber ich will nicht Richtung Bodybuilding, das ist mir einfach too much. Ich will ein bisschen noch Flexibilität im Körper behalten letztendlich und ich finde auch irgendwie, wenn es zu muskelbepackt aussieht, sieht es auch nicht mehr gut aus. Irgendwann ist da ein Limit, wo ich dann sage, nee, das brauche ich auch nicht. Auf jeden Fall so und so. Blabla. Ich mache wirklich nur meine 3 Wiederholungen, 7 Sätze seit vielen Jahren schon. Viel mehr als das ist es halt tatsächlich einfach nicht. Kommen damit aber gut klar. Und dafür, dass ich bloß 2-mal die Woche hingehe zum Sport, in aller Regel bin ich trotzdem gut gebaut und stark und kräftig, keine Ahnung was. Also so gesehen haut's ja auch hin. Sehe ich gar kein Problem. Ich weiß nicht, Level nicht erreichen. Welches Level genau meinst du jetzt, Fake Arnold? Bodybuilder-Level? Sagt sowieso keiner. Also, wenn man sich wirklich forciert und machen will, keine Ahnung, Ahnung hat vor allem. Siehst du, Dinge verkaufen. Auch mal eine Idee, ne? Das muskulöse Level, ach so. Definiere mal das muskulöse Level. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber erstmal so doch eine relativ schwammige Aussage. Würde auf einen Nenner kommen hier oder dass die restlichen Leute Bescheid wissen, vielleicht auch erläutert doch mal genauer. Muss ja nicht Bühnenform sein, aber so ein 45-Arm zum Beispiel, okay. Von Größe hängt es auch, das stimmt wohl, ja. Ah. 45 Arme, gebe ich zu, habe ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, es ist so die Grenze, die ich auch mal irgendwann erreichen wollen würde, aber da muss ich wahrscheinlich auch mehr machen, weil ich habe es jetzt jahrelang nie geschafft. Ich bin immer auf meinen, so 43, ich glaube, im Höchstfall 44 hängen geblieben, auf 45 kam ich nie. Soweit ich das sagen kann, ich habe nicht immer regelmäßig gemessen, aber ich glaube, 45 war nie drin gewesen und aktuell definitiv nicht. Mein 42 finde ich schon gut, so 43, 44 wäre schön. 45 wäre so mein Spitzenwert, den ich gerne haben würde, aber den habe ich halt nicht. Arm brauche nicht so die Volumen, aber die Reizschwelle herausfinden ist die Kunst. Das stimmt. Jetzt war ich überall gewesen. Ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll. Ich gehe jetzt einfach zur Story. Hilft alles nichts. Dann bleibt Scheller eben außen vor. Vielleicht habe ich ja Scheller auch schon tatsächlich. Oder ich habe gar nichts zu machen für sie. Ich muss erst über was jetzt kommt noch machen. Kann auch sein. Ah, da war ja noch was mit dem mysteriösen Buch. Und ich meine, das war hier irgendwo. Hier war ich aber auch schon drin, hier war nichts weiter. Das kann es also auch nicht sein. Egal, wir machen jetzt Story weiter. Beziehungsweise gleich mache ich Pause, noch kurz vorher Story. Hihi. Passt auch vom Cut her ganz gut, denke ich. Um mein Cappuccino zu machen. Aber mal, das zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt da völlig abgekommen bin natürlich, war ja völlig klar. Ich habe jetzt seit einem Monat keinen Sport gemacht, was irgendwie komisch ist, weil es eigentlich gar nicht... Ach, hallo, du! Tolle Aussicht hier, ne? Ne, der da. Ja, Aussicht, sag ich doch.
Es gibt, mach grad Papierkram, hab einen Tankbeleg von 2007 gefunden. 1,3 da liegt der super krass. Das waren noch Zeiten. Nein, was ich nochmal ganz wie ich sagen wollte. Ich habe jetzt einen Monat lang ungefähr keinen Sport gemacht. Also Dezember, aber ich war ja komplett krank gewesen. Ich war 2 Wochen mit Corona raus. Danach war eine Woche Arbeit, wo ich dachte, es lohnt sich nicht zu arbeiten. Das sowieso nicht. Es lohnt sich nicht zum Sport zu gehen, weil danach Urlaub ist, dann gehe ich sowieso nicht zum Sport. Dann war ich auch noch erkältet eine Woche. Das sind wie 4 Wochen sind. Dann war wirklicher Urlaub. Und dann war Dezember schon vorbei. Hat er nicht 6 Wochen das Ding? Ja, das Komische ist an der ganzen Sache, ich habe gesagt, ich mache Dezember meine Übung. Ich wollte den ganzen Dezember über, weil ich ja sowieso wegen dem Urlaub dann, kein Sport und so weiter, wo ich dann eine Pause machen muss, habe ich gesagt, mache ich den ganzen Dezember über halt nur wenig Gewicht und viele Wiederholungen, weil der Rest lohnt sich einfach nicht, weil ich dann auch wegen arbeitsmäßig, Unplanmäßigkeit und nicht zum Sport gehen könnte, keine Ahnung was alles, bringt es nichts, auf Muskeln zu gehen, dann machst du lieber die Ausdauer und so weiter, um dann wieder im Februar, im Januar einzusteigen mit normalen Gewichten, was jetzt sowieso der Fall sein muss. Aber das Ding ist, bin ich der Meinung, 2 oder 3 Mal schon zum Sport gewesen und habe eben mit wenig Gewicht viel Wiederholung gemacht. Was ja aber nicht sein kann, denn das wären 2 Wochen. Das wäre Mittwoch, Freitag, Mittwoch im Idealfall. Das wären 2 Wochen. Aber was ist da mit den anderen Wochen, die ich ja gerade erwähnt habe, wo ich krank war, Urlaub hatte und so weiter? Das wären dann 7 Wochen Dezember. Das kann irgendwie nicht hinkommen. Ich muss da nochmal genau gucken. Ich hab, glaube ich, ein Zeitparadoxon hinter mich gebracht. Ganz, ganz merkwürdig. Irgendwas stimmt da nicht. Da muss ich mal nachforschen. Das ist ja wirklich so schon seit einigen Tagen, dieser Gedanke. Aber ja. Das waren noch Zeiten, die Tage, 1,7 Euro. Wobei, ich hatte jetzt oftmals 1,6 Euro gehabt. Also, ruhig Tage auch seit langer Zeit nur noch E10, weil E10 ist einfach besser als alles andere. Ich weiß, es gibt viele Vorteile, hatte ich auch. Beziehungsweise, ich hatte gar keine Ahnung davon, weil ich habe von Autos keine Ahnung, aber ich habe mich da mal belesen, als es generell teurer wurde mit dem Benzin und ich habe halt einen super. Und E10 ist einfach das Sinnvollste, preis-leistungsmäßig. Und es ist auch noch ein bisschen besser für die Umwelt. Also, es ist völlig. Und da mein Auto auch neueres ist, ist es auch dadurch völlig okay. Es hat keine Schäden durch diesen Treibstoff und so weiter. Also, wer wirklich sparen will und was Gutes tun will, nimmt E10 statt super, wenn das Auto neueres das verträgt. Alles andere ist gerüchtemäßig Quatsch, wenn alle sagen, E10 ist schlechter. Klar, du fährst weniger als mit normalen super, aber es ist trotzdem billiger, es rentiert sich trotzdem auf lange Sicht und so weiter und so fort. Bababa. Lieber E10. So. Ja, stimmt, dieses 3 Tagen halten. Lachtön, ja. Ja, absolut. Ramba. Ja. Kurin, dumme Grüße, du bist wunderbar richtig zur Pause gerade. Ich richte mal zu Ende. Ich mache gleich ein Päuschen. Nur ganz kurz, ich will mir Cappuccino holen, um ein bisschen wach zu werden. Aber ebenfalls guten Morgen. Egal. Jedenfalls, ja, monatelang kein Sport ist ganz schön ätzend. Also fürs Gewissen, habt ihr. Ich meine, ich komme wunderbar klar ohne Sport. Ich fühle mich gut, dich zum Sport gehen zu müssen, weil ich totaler Faulenzer bin. Generell, ich hasse Sport. Ich mag Sport auch gerne machen, weil es ist anstrengend, es ist eklig, es macht keinen Spaß. Aber man fühlt sich vom Gewissen her total mies und man denkt auch, meine Arme sind so dünn geworden nach nur einem Tag Nicht-Sport. Natürlich Schwachsinn. Ich dürfte von der Statur her nach einem Monat keinen Sport quasi noch gar nicht abgebaut haben, weil ich ja trotzdem in Bewegung war und so weiter. Aber trotzdem meine Muskeln irgendwie benutzt. Auch wenn ich intensiv war, aber solange du die Muskeln irgendwie benutzt und einen Reiz gibst, auch wenn es kein starker Reiz ist, bauen die eigentlich nicht annähernd so schnell, wie man das denkt. Damals, als Corona neu war, war ja auch ein Dreivierteljahr, glaube ich, ein halbes Jahr, habe ich gar keinen Sport gemacht und konnte letztendlich trotzdem fast das gleiche Gewicht machen, als ich einstieg, als wie das, glaube ich, aufgehört habe. Das ist, Muskeln bauen sich sehr, sehr langsam ab, tatsächlich. Auch sehr langsam auf, ab einem gewissen Level, ist klar. Dass das geht, aber trotzdem, für den Kopf ist es ganz schlimm, das nicht zu machen, irgendwie. Obwohl ich es gar nicht will, das ist merkwürdig. Egal, liebe Leute, ich mache ein Päuschen von 5 Minuten vielleicht. Und dann sehen wir uns wieder. Cappuccino, ich hol dich mal eben ran. Bis gleich.